ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein. Der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei. Und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Mein Traum wird wahr, meine Lieben. Ich flippe aus vor Freude und bin sowas von stolz. Die Bindungsakademie, mein Institut für bedingungslos geliebte Kinder und innere Kinder ist da, ist gerade neu gegründet worden. Das Logo ist fertig, die Webpage steht und du kannst ab sofort Teil der Bindungsakademie werden, indem du dich unverbindlich auf die Warteliste einträgst und du kannst dann auf der Bindungsakademie eine Ausbildung mit mir als deine Dozentin machen. Die Ausbildung wird innerhalb eines Jahres abgeschlossen. Du kannst dir allerdings auch insgesamt 3 Jahre Zeit lassen. Es gibt unterschiedliche Prüfungszeiträume, damit du ganz in deinem Tempo vorgehen kannst beim Lernen. Ich werde dich in ganz, ganz regelmäßigen Live-Terminen regelmäßig begleiten. Alle weiteren Infos bekommst du über die Warteliste. Deswegen nutze jetzt gerne die Chance. Komm auf die Warteliste, auf die unverbindliche Warteliste. Sichere dir darüber einen der begrenzten Plätze. Ab Juli geht's los und dann kannst du ganz in deinem Tempo vorangehen. Ich freue mich riesig auf dich und vielleicht kannst du dir jetzt schon vorstellen, dass wir uns auf dem Campus, auf der Bindungsakademie treffen, irgendwo mit einem Buch im Gras sitzen, gemeinsam lernen und ich kann es kaum erwarten, dich begleiten zu dürfen und meine Herzensthemen mit dir zu teilen und darüber meine Vision, dass Kinder bedingungslose Liebe erfahren, in die Welt zu tragen. Danke, dass es dich gibt und danke für dein Interesse. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zu einem Thema, das ihr euch schon seit Ewigkeiten wünscht. Und ich bin so glücklich, dass ich dazu heute auch einen ganz besonderen Gast habe. Es geht heute um das Thema Kinder beim Sauberwerden liebevoll begleiten. Und eine der wundervollen Wunschkind-Autorinnen, Danielle, ist heute zu Gast und wird ihre Expertise mit mir teilen. Wir werden einige Fragen, die mich auch aus der Community erreicht haben, beantworten. Herzlich willkommen, Danielle. Stell dich doch gerne mal vor. Ich glaube, die meisten kennen dich eh schon, haben dich vielleicht noch nicht gehört. Deswegen ist es so spannend, dass du heute im Podcast bist. Ja, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dabei zu sein. Ich bin Danielle Graf. Ich bin eine Hälfte, quasi eine Hälfte des Duos um das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten. Wir haben mal als Blog begonnen, wo wir ganz viele verschiedene Elternthemen aufbereitet haben. Und ja, mittlerweile sind aus diesem tollen Blog 4 Elternratgeber entstanden. Wir schreiben mittlerweile auch Bücher für Kinder zu relevanten Themen, wo wir denken, dass die noch nicht so gut abgedeckt sind. Und wir machen auch einen eigenen Podcast, in dem wir alle 14 Tage über ganz spannende Themen, die das Elternsein betreffen, sprechen. Ach, wunderbar. Wie heißt denn euer Podcast gleich am Anfang, ja, dass wir alle finden können? Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Wir sind bei diesem Titel, um den wir sehr hart gerungen haben, einfach geblieben. Und unter diesem Namen findet man uns quasi überall. Oh, so wunderbar. Danielle, ich freue mich so, dass wir uns heute auch mal kennenlernen und vor allem über dieses wichtige Thema sprechen. Das Thema Sauberwerden ist ja so ein Thema, das früher ganz anders angegangen wurde, als es heute mit einer liebevollen, bedürfnisorientierten Begleitung passiert. Früher war es ja so, es gab das Töpfchentraining und davon sind wir ja inzwischen zum Glück weg. Und da würde ich auch gerne gleich einsteigen, weil ich habe so ein paar Eltern, die schon sagen, oh, ich will jetzt eigentlich schon, dass mein Kind langsam wirklich mal sauber wird. Wie kann ich das denn beschleunigen? Da kann ich gleich ganz am Anfang sagen,
Im Grunde gar nicht. Also es gibt nicht allzu viel Studien über dieses Thema, aber das wurde relativ gut untersucht und das fand ich auch ganz, ganz spannend, weil wie du eben schon sagtest, es war früher anders üblich. Also zum Beispiel zu Beginn der 50er Jahre im letzten Jahrhundert, da hat man schon im ersten Lebensjahr mit dem Töpfchentraining begonnen. Also sogar ein Drittel der Kinder wurde schon im ersten Lebenshalbjahr. Also das muss man sich überlegen. In den ersten 6 Monaten hat man da angefangen zu versuchen, dass die Kinder trocken werden. Die hat man über einen Topf oder ein WC gehalten. Und innerhalb des ersten Jahres waren schon 2 Drittel der Kinder quasi trainiert. Ne? Oh. Es fällt mir auch immer schwer vorzustellen, aber es gab da wirklich ganz spannende Studien in der Schweiz, die sogenannten Züricher Studie aus der Schweiz. Mit unaussprechbarem Namen, definitiv. Genau, also Stichwort Remo Lago, wer es gerne genauer nachlesen möchte, super spannend. Und der hat das relativ lange verfolgt, über mehrere Jahrzehnte und wie gesagt, in den 50er Jahren, im ersten Lebensjahr und dann kamen ja irgendwann die Wegwerfwindeln. Und die haben dazu geführt, dass Eltern deutlich weniger Stress hatten, weil natürlich war dieses Abhalten super anstrengend, weil die Kinder natürlich ständig uriniert haben. Mhm. In den 70er, 80er Jahren hat man angefangen, ein bisschen zu warten. Dann kam auch die Waschmaschine, die gab es früher auch nicht. Und das hat so viel Druck aus dem Thema genommen. Ne? Also die Eltern waren ein bisschen gelassener, haben nicht mehr gesagt, boah, es muss jetzt im ersten Lebensjahr abgeschlossen werden. Und da war es dann so, dass die Kinder durchschnittlich mit 14 Monaten dann angehalten wurden, aufs Töpfchen zu gehen. Und ganz spannend war, es hat trotzdem genauso lange gedauert. Also egal, ob in den 50ern oder in den 80ern, die Kinder wurden durchschnittlich mit 28 Monaten sauber. Und daraus haben dann die Experten den Schluss gezogen, wir können da nichts trainieren, wir brauchen eigentlich auch nichts trainieren, denn das ist ein Reifungsprozess. Und ich vergleiche das immer gerne mit dem Laufen lernen. Da stehen wir als Eltern total entspannt daneben und beobachten das und erfreuen uns daran. Wir würden aber gar nicht auf die Idee kommen, einem Kind, was vielleicht 6 Monate alt ist, gerade anfängt zu krabbeln oder 8 Monate alt ist, zu sagen, so, jetzt krabbelst du, jetzt musst du aber auch laufen. Und deswegen ist man mittlerweile zur Erkenntnis gelangt, dass man eigentlich eher abwartet, was die Sauberkeitserziehung betrifft. Ja, und das finde ich auch so wertvoll, weil ich begleite auch viele Eltern, die eben Geschwisterkinder haben und die dann zum Beispiel sagen, ja, mein erstes Kind, das wird erst mit 4 sauber und jetzt bei meinem zweiten, das will hier mit 2 schon keine Windel oder auch mit 1,5 teilweise schon keine Windel mehr. Ja. Das ist ja auch so spannend dann zu sehen, dass sich das, obwohl das Kind in der gleichen Familie aufwächst, das Tempo einfach absolut variiert und auch da dieses Tempo der Entwicklung einfach sehr unterschiedlich sein kann. Genau, also man erkennt Unterschiede in den Geschlechtern. Das ist tatsächlich so und das hat man über die Jahrzehnte gesehen, dass Jungs ein bisschen länger brauchen als die Mädchen im Verlauf und auch nur marginal. Aber es sind wirklich wenige Monate, die das betrifft. Ne? Und bei uns war es auch so, also meine Tochter war, bevor sie 2 war, sauber oder 2,5 waren es. Ist schon wieder so lange her, ich muss gerade noch nachdenken. Und ich weiß aber, dass mein Sohn unglaublich lang gebraucht hat. Und ich fand das aber auch ganz spannend, weil man sagt ja immer am Anfang, lass doch die Windel mal weg und dann gerade im Sommer lass die Kinder einfach nur mit Hosen laufen, damit sie einfach mal lernen, was es bedeutet, wenn sie mal Pipi müssen. Ne? Mhm. Und ich habe das beobachtet im Garten, mein Sohn lief da lang und auf einmal musste er und da lief das Pipi die Beine lang und da schaute er ganz erstaunt an sich runter und ich habe gemerkt, der weiß gar nicht, also der verbindet dieses Gefühl überhaupt nicht mit dem Harndrang und mit dem Wissen, dass das sonst in die Windel gegangen wäre. Und da war mir klar, der ist einfach noch nicht reif. Genau, das heißt, es gibt gewisse auch reife Zeichen, wie man das auch bei der Beikost sagt, dass ein Kind vielleicht langsam so weit ist. Welche Zeichen sind es denn? Also die Kinder merken ganz, ganz langsam, dass da Körperfunktionen sind, sagen wir mal so. Ne? Und das ist eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass dieser Prozess überhaupt erst beginnt. Ne? Also viele Kinder sagen, ich möchte die Windel nicht mehr haben. Ja. Das ist natürlich ein Punkt, da sollte man, das ist ja im Prinzip in dem Moment ein Wunsch, ein Bedürfnis, was sie äußern. Und da kann man sie natürlich sagen. Genau, das heißt, sie formulieren es, einmal, dass sie darüber sprechen. Richtig. Also wir brauchen verschiedene körperliche Entwicklungsschritte, die erstmal notwendig sind, damit wir die Windel überhaupt weglassen können. Ne? Also erstmal muss mein Kind ja in der Lage sein, die Hose allein herunterzuziehen.
Das klingt für uns Erwachsenen jetzt erstmal relativ banal, aber ein einjähriges, ein zweijähriges Kind, das kann das unter Umständen noch gar nicht so gut. Ja. Wenn wir merken, dass es diesen Schritt geht, dann wäre es eben gut, wenn wir sonst Hosen mit Knöpfen haben oder die relativ eng sind oder wo ein Knoten drin ist, im vorübergehend austauschen gegen Hosen, Jogginghosen, bequeme Hosen, die das Kind gut benutzen kann. Mhm. Und das Kind muss ja auch eigenständig in der Lage sein, sich erst einmal auf einen Topf oder eine Toilette zu setzen. Ja. Ja. Und das ist durchaus schwierig. Also die Toiletten sind ja relativ hoch. Wir brauchen in der Regel erstmal einen Tritt. Mhm. Wir brauchen eine spezielle Toilettenbrille, weil das große Loch für die Erwachsenen, für die großen Popos, ist natürlich viel zu groß für die Kinder. Ja. Das heißt, das Kind muss entweder einen Aufsatz aufsetzen können oder eben verschiedene Toilettendeckel koordinieren. Ja. Es muss natürlich auch schon sprachlich in der Lage sein zu sagen, hey, ich muss mal. Na? Das Spüren also, auch, vor allem, wie du vorher genau. meintest, ja, dieser körperliche, dieser Bezug dazu, dass in dem Moment, wenn meine Blase drückt, ich auch auf Toilette gehen möchte. Genau. Und wir merken das daran, wenn ein Kind noch nicht so gut sprechen kann. Es gibt ja Late-Talker, die mit 3 unter Umständen noch nicht so gut dazu in der Lage sind, dass die Windel auch über längere Zeiträume trocken bleibt. Also wenn wir merken, okay, die Windel ist etwa 3 bis 4 Stunden unbenutzt, dann ist es so ein Anhaltspunkt, dass man sagt, hey, das könnte sein, dass mein Kind jetzt langsam in die Situation kommt, wo es da Lust drauf haben könnte. Mhm. Und wichtig ist auch, ganz klar auf die Signale zu achten. Also unser Kind sollte wirklich ernsthaftes Interesse daran zeigen. Also zu den Eltern sagen, kommt mit, ich möchte auf die Toilette. Es sollte ganz deutlich sagen, ich möchte keine Windeln mehr tragen. Und auch ein Zeichen ist zum Beispiel, wenn sie sagen, hey, meine Windel ist voll, bitte wechsel die. Also auch da ist schon erkennbar, okay, die ersten Bestrebungen sind da. Ja, das sind, glaube ich, ganz wunderbare Anhaltspunkte. Was ja ganz häufig so ist, ist, dass die Kleinen dann irgendwann anfangen, klein sozusagen auf Toilette zu machen und groß trotzdem noch in der Windel. Lass uns da gerne auch nochmal drüber sprechen, weil ich denke, viele Eltern machen sich dann Sorgen, oh, wie lange ist das denn noch in Ordnung, dass das große Geschäft in die Windel kommt. Ja, das stimmt. Also das dauert tatsächlich häufig länger. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und ich vermute, dass es daran liegt, dass die Kinder einfach in der Windel eine bequemere Position einnehmen können. Also ich weiß nicht, ob du das Buch Damen mit Charme kennst. Ja, da habe ich gelernt, wie man richtig auf die Toilette geht. Genau. Und das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Also wir setzen uns ja auf die Toilette wie auf einen Stuhl. Das ist aber eine ungünstige Position, um kotlos zu werden. Das heißt, es wäre viel, viel besser, ein Tritthöckerchen zu nehmen, die Beine höher zu positionieren. Und so wird der Darm dann, also es ist jetzt wirklich ganz laienhaft und ganz unmedizinisch ausgedrückt, wird der Darm dann, der hat besser die Möglichkeit, einfach sein Geschäft zu vollrichten. Mhm. Und wenn wir Kinder anschauen, die groß in die Windel machen, dann machen die das meistens im Hocken. Also es ist ja nicht so, dass sie sich auf einen Stuhl setzen und dann drücken, wie sie es auf der Toilette täten, sondern die hocken sich hin. Das heißt also, ganz instinktiv machen die das richtig. Die suchen sich die beste und bequemste Position aus und nutzen die einfach. Die haben also für sich festgestellt, das ist viel günstiger. Mhm. Andere Kinder haben Angst. Also dieses Loslassen, da kann man jetzt psychoanalytisch rangehen. Da gibt es Personen, die gesagt haben, dass Kinder einen Teil ihrer selbst nicht verlieren wollen und der Kot dann natürlich deutlicher vom Körper verschwindet, als es beim Pipi der Fall ist. Ja. Aber ich glaube, es macht auch vielen Angst, so dieses das Gefühl, es ist halt, Urinieren läuft mir nebenbei ab und das große Geschäft ist mit mehr Aufwand, mehr Geruch, mehr Lautstärke und unter Umständen auch, also es macht Kindern zum Beispiel teilweise Angst, dass es so plumpst in die Toilette. Genau, also das ist laut, es ist sehr ungewohnt und ich glaube, es ist auch eine gewisse Ohnmacht, die entsteht, ja. Weil ich ja danach vielleicht auch abhängig davon bin, dass Mama oder Papa kommen, um abzuputzen. Genau. Deswegen gibt es ja auch viele Kinder, die morgens in der Kita nicht auf Toilette gehen groß, weil sie wissen, nee, ich will von der Erzieherin den Popo abgewischt bekommen, weil vielleicht auch das Vertrauen fehlt. Ich glaube, dass diese Gefühle, wie du auch schon gesagt hast, Ekel, Ohnmacht, Hilflosigkeit da auch eine Rolle spielen und dass es deswegen vielleicht auch erst diese motorische Fertigkeit braucht, auch das nochmal ein bisschen länger Zeit braucht, bis ein Kind sich das auch selbst zutraut und weiß, ich schaffe das jetzt auch. Mm.
Das ja. stimmt, das ist definitiv ein Aspekt. Und die merken ja auch unterschwellig die ja klar, für Kita-Erzieher ist es normal, Kinder zu wickeln, aber trotzdem ist es ja immer so verbunden mit so ein bisschen, oh, jetzt muss ich wieder eine Windel wechseln. Das die sagen innere sie unter Umständen Haltung, nicht. Genau. Ja, genau. Ne, die innere Haltung. So, und das erkennen Kinder halt und sagen, okay, weil die wollen sich anpassen, die wollen ja eine gute Beziehung zur Bezugsperson haben und dann halten die sich unter Umständen tatsächlich zurück, ja. Ja, oh, da sprichst du gerade was ganz Wichtiges an, weil wenn wir schon bei der inneren Haltung sind, es passiert ja ganz leicht, gerade dann, wenn Eltern so diesen großen Wunsch haben, dass ihr Kind endlich sauber wird, dass einfach Druck entsteht. Und ich beobachte eben so Gedanken wie, ja, andere Kinder sind doch auch schon sauber und meins noch nicht. Und dann entsteht natürlich innerlich durch diese Gedanken beim Kind auch ein Druck. Und das kann natürlich dann genau wieder zum Gegenteil führen, dass das Kind erst recht nicht bereit ist, sich darauf einzulassen oder wie du schon vorher meintest, ihm dann die Sicherheit fehlt, dass es geborgen ist. Ähnlich wie auch beim Einschlafen braucht man ja auch so viel Sicherheit und Geborgenheit, dass das dann eben dazu führt, dass ein Kind eben besonders lange auch nicht sauber wird. Könntest du das auch so bestätigen? Ja. Das denke ich auch. Also Druck ist halt wirklich ein großes, großes Thema. Und was ich auch häufig beobachte, ist, dass Kinder ein grundlegendes Interesse an Toiletten haben. Das ist super spannend für die. Und das wird von Eltern häufig missinterpretiert und die denken, oh, jetzt ist es soweit, wir können loslegen und da entsteht dann Druck. Mhm. Ja, also sie sind eigentlich noch gar nicht so weit, sondern sie finden einfach nur die Toilette spannend. Sie finden spannend, okay, Mama und Papa schließen sich da ein, da passiert irgendwas, wo ich nicht dabei bin. Warum will dann ich da auch immer Toiletten. Mitkommen? Genau. Also wer das gut aushält, der kann das gerne zulassen. Ich kann aber gut nachvollziehen, wenn man das nicht möchte. Aber das ist halt, da werde ich ausgeschlossen. Ne? Und da versuchen Kinder zu ergründen, ja, woran liegt denn das? Also Scham entwickelt sich ja relativ früh, aber eben noch nicht der Meilenstein des Perspektivwechsels. Das heißt, die Kinder wissen in dem Moment noch nicht, dass wir auch über Schamgefühle verfügen. Ja. Und insofern sind sie verwirrt an der Stelle. Ja. Also genau. Klar, deswegen Vorbild lernen wäre total klasse. Entschuldige, ja, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nein, kein Problem. Nein, sag ruhig. Genau, also ich glaube, dass es da auch hilfreich ist, gut auf sich auch zu hören und den eigenen Körper. Wie du gerade schon meintest, ist es, wenn du selbst dabei jetzt nicht das Gefühl hast, dass dich das stört, finde ich es total hilfreich, wenn die Kinder auch mit dürfen und das beobachten dürfen, weil sie dabei ja auch lernen und sozusagen... Ja. Ja, und gleichzeitig finde ich es auch wichtig, eine Grenze zu zeigen, dass ich jetzt auch nicht jedes Mal vielleicht Gesellschaft haben möchte und das vielleicht auch äußere und auch sage, das ist was ich für mich alleine machen möchte. Ja, und vielleicht und sogar dieses Gefühl benennen, genau, ja. Und vielleicht sogar sagen, nee, also wenn ich jetzt groß auf Toilette gehe, da schäme ich mich, wenn jemand mit dabei ist. Ich finde auch das zu äußern, ist total in Ordnung. Absolut, absolut. Aber wie gesagt, es gibt ja auch Partner, die voreinander auf Toilette gehen, habe ich gehört. Also insofern, wenn das für euch in der Familie okay ist, jeder stellt seine eigenen Regeln auf. Kinder lernen wunderbar durch Nachahmung. Also kann man da tatsächlich den Erkenntnisgewinn der Kinder nutzen, das schneller umzusetzen. Aber wie gesagt, das ist, es ist ein Müh. Darauf wird es am Ende nicht ankommen. Aber man muss sich eben bewusst machen, wenn ich mein Kind an der Stelle quasi aussperren jetzt so in Anführungsstrichen, ja. Völlig legitim, dann wird dieser Toilettengang für unser Kind noch geheimnisvoller und noch abstrakter. Und was passiert, wenn Dinge geheimnisvoll und abstrakt sind, wenn ich die nicht erleben kann? Dann werden die mystifiziert und dann entwickle ich unter Umständen Angst. So, genau, und weil ich deswegen nicht weiß, ist dieser, was mich genau erwartet. Ja, genau. Richtig. Deswegen sind Geschwister auch so wertvoll. Also das stimmt. Die Zweiten ganz häufig beobachten. Und was ich jetzt auch schon oft erlebt habe, ist, dass zum Beispiel dann das Zweitgeborene früher anfängt mit dem Sauberwerden-Prozess und dadurch dann das Erstgeborene motiviert ist, mitzumachen. Das hatte ich jetzt auch schon ganz oft erlebt. Also auch da, ich glaube, es geht um diese Atmosphäre, dieses Klima, das entsteht, ist ja egal eigentlich bei was, ob das jetzt beim Schlafen, beim Essen, beim Sauberwerden ist. Wie entspannt und geborgen kann ein Kind sich währenddessen fühlen? Ich denke, das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt, oder? Und das ist auch für uns Eltern total schwierig, weil das ein Thema ist, wo wir grundsätzlich in den Konflikt mit unseren älteren Generationen kommen. Oh, also ich kenne, glaube ich, kein Elternteil, was sagen kann, ja, mein Umfeld hat mir keinen Stress gemacht. Also es ist schon so, dass die Eltern, die Großeltern kommen und sagen, ja, aber ihr wart mit einem Jahr trocken. Dein Kind ist 2, es schafft es immer noch nicht. Und da, das ist für Eltern super schwierig, Kritik an eigenen Erziehungsstil zu hören oder vermeintlich zu interpretieren. Das ist auf beiden Seiten so. Ne? Also unsere Eltern, unsere Großeltern empfinden ja unser Handeln auch
als Kritik an ihrem Erziehungsstil, weil wir es anders machen wollen. Aber trotzdem ist dieser Punkt, wir haben jahrelang gehört, wir waren super schnell trocken und unser Kind macht es unter Umständen jetzt vielleicht nicht. Es ist vielleicht schon 4. Damit ist es noch vollkommen im Rahmen. Aber alle, die älter als 50, 60 sind, werden sofort sagen, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Und auch das ist wieder Druck. Sich dann abzugrenzen. Und den nehmen wir weiter. Ja, ja. Und das spüren unsere Kinder. Ne? Also, und selbst wenn wir uns bemühen, da keinen Druck aufzubauen, es ist doch unterschwellig trotzdem so, dass wir drauf warten und denken, mache ich jetzt was oder nicht? Und das spüren Kinder. Und gerade für Kinder in dieser Altersphase sind halt Emotionen super spannend. So Zerrissenheit von Eltern. Manche Leute sagen mal, ja, dann testen die Kinder Grenzen aus. Das stimmt aber gar nicht. Sie versuchen einfach nur, Gefühle einzuordnen. Und bei diesem Thema gibt es bei vielen Eltern viele Gefühle, die auch nicht offen ausgesprochen werden. Und das mystifiziert dieses Thema nochmal zusätzlich. Selbst genau, wenn das verunsichert Kinder, weil diese, wie du schon sagst, diese innere Zerrissenheit führt dann zu so einer Unsicherheit. Ich nehme vielleicht auch was im Außen bei meiner Mama, bei meinem Papa gar nicht wahr, was ich gleichzeitig spüre. Ja, weil jeder versucht natürlich dann cool und gelassen damit umzugehen und das führt dann auch wieder zum Gegenteil, weil Kinder spüren ja eh alles mit ganz, ganz feinen Antennen. Das finde ich nochmal so wertvoll, dass du diesen Generationenkonflikt angesprochen hast, weil auch das lässt sich ja gerade auf diese ganzen Themen übertragen, wo es wirklich um Entwicklungsschritte geht. Also da, wo meines Erachtens so ein kleiner Denkfehler entstanden ist in der Vergangenheit, dass zum Beispiel ja auch das alleine Einschlafen irgendwie wie so ein Gütesiegel ist oder wenn das Kind dann endlich Beikost isst. Und also auch da wird ja oft dann sehr viel Druck ausgeübt. Und ich denke, das ist wirklich eine Herausforderung für Eltern heutzutage, sich davon frei zu machen, zu sagen, wir haben unser eigenes Tempo. Und was ich schon auch denke, ist, dass diese Unsicherheit, die Eltern spüren während des Sauberwerdens, auch da sein darf. Weil es ist ja einfach deswegen so ein Thema, weil es über Generationen anders lief, dass es deswegen wichtig ist, sich diese Sicherheit zu holen. Deswegen nehmen wir heute auch diesen Podcast auf. Ja, ich hoffe, es hilft. Ja, bestimmt. Ich habe gerade noch, weil du meintest, früher waren ja die Kinder viel früher trocken oder das sagen dann zumindest die Großeltern, dazu nochmal so ein Punkt, weil ich habe es oft erlebt als Grundschullehrerin, dass dann gerade die Erstklässler nach der Einschulung plötzlich wieder häufiger einnässen oder auch, dass sie nachts wieder ins Bett machen. Also immer, wenn solche Entwicklungsschritte anstehen und in einem Bereich ganz viel passiert, passiert es ja auch häufig, dass gerade in diesem Bereich wieder Rückschritte passieren. Und auch da möchte ich Eltern heute durch die Podcast-Folge so gerne beruhigen. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Ja, also auch das ist vollkommen normal, dieses gelegentliche Einnässen in Stresssituationen oder auch, also es muss nicht mal eine Stresssituation vorausgehen, es ist einfach vollkommen normal, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter immer mal wieder kleinere Unfälle haben. Da muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen, weil das auch zur kindlichen Entwicklung dazugehört. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass die Blase sehr, sehr sprungartig wächst. Das heißt, das Blasenvolumen, das wächst nicht kontinuierlich, sondern es entwickelt sich teilweise in Sprüngen. Das heißt, die Kinder merken teilweise nicht, dass die Blase, dass es dieser Blasendruck jetzt ein anderer ist. Und deswegen gibt es da auch immer wieder Probleme in der Rückmeldung, in der Einschätzung, muss ich jetzt oder nicht? Und deswegen laufen die auch einfach mal über. Aber diese längeren Unfälle sind überhaupt gar kein Problem. Und da ist es auch wieder ganz maßgeblich, wie gehen wir denn damit um? Ne? Also wenn wir jetzt Angst haben, dann entsteht eine gewisse Enttäuschung. Und auch die merken unsere Kinder. Insofern ist es auch an der Stelle ganz, ganz wichtig, das gar nicht zu thematisieren. Also es gibt so gewisse Zeitpunkte, ich sag mal, wenn jetzt ein Kind mit 10, 11, 12 Jahren noch regelmäßig nachts einnässt, dann muss man schauen. Ne? Gibt es eine Entzündung vielleicht in der Blase oder aber wird nicht genug des Hormons, das die Urinproduktion in der Nacht drosselt, genau, oder produziert, kann es geben. Getrunken vom Schlafen, weil tagsüber keine Zeit dafür ist. Ja, da muss man einfach mal, da kann man dann anfangen hinzugucken. Aber gerade bei der Einschulung, das ist eine sehr, sehr sensible Phase. Umzüge oder Kita-Wechsel. Genau, da kann das immer passieren und ist vollkommen normal.
Genau, also erstmal ist es wichtig, die körperlichen Symptome eben einmal abzuklären. Und also ich weiß, es gibt Studienergebnisse, dass wirklich Kinder bis zum 14. Lebensjahr immer wieder einnässen und das auch, wie gesagt, zu dieser Entwicklungsphase gehört. Nur wie du schon sagst, wenn es eben sehr häufig vorkommt, gerade in dem Alter, ist es wichtig, das alles nochmal abzuklären und vor allem halt auch die eventuell die psychischen Gründe, die da oder die emotionalen Gründe, die dafür sorgen, vielleicht nochmal abzuklären. Ich habe zwei befreundete Kinderärztinnen, die auch immer wieder sagen, es ist einfach auch körperlich bedingt, wie schön du das gerade erklärt hast, ja, dass dieser Reifungsprozess dann einfach immer und immer wieder in kleinen Schieben vorangeht und es eben dann manchmal, wenn in anderen Entwicklungsbereichen, auch sprachlich oder motorisch ganz viel passiert, eben an der Stelle vielleicht auch dann wieder gefühlte Rückschritte gibt, obwohl es keine Rückschritte sind. Genau. Es ist halt, wer läuft, fällt auch gelegentlich hin. Das ist vollkommen normal. Und wir würden uns ja keine Sorgen machen, oh Gott, jetzt stellt mein Kind die Bemühungen ein oder es wird nicht richtig laufen lernen, weil es mal gestolpert ist. Beim Sauberwerden ist es ganz genauso. Und ich kann mich noch erinnern, ich als Kind, also es können ja ganz verschiedene Ursachen dahinter stecken, aber ich als Kind habe zum Beispiel, wenn die Blase voll war, so tief geschlafen, dass ich gar nicht aufgewacht bin und dann habe ich immer von Toiletten geträumt. Ja. Und in dem Moment, wo ich geträumt habe, ich gehe jetzt auf die Toilette, habe ich halt losgelassen und bin dann wach geworden. Also auch das sind Dinge, dass einfach Kinder zu tief schlafen oder gerade in einer Phase, in einer Schlafphase, die Blase so voll ist, dass sie es gar nicht merken. Mhm. Auch Erwachsene pullern gelegentlich noch ins Bett. Ne? Mhm. Das sind einfach kleinere Unfälle und das ist gar kein Problem und das sollten wir auch so signalisieren und transportieren. Genau, und ich glaube, der Umgang damit ist es dann, also dieses entspannte Reagieren, das einfach dann trocken machen und daraus gar kein Thema machen und eben vielleicht helfen auch so Glaubenssätze wie, ich vertraue darauf, dass mein Kind es lernen wird, weil ich glaube, da kommen dann schon so Gedanken, was habe ich jetzt falsch gemacht oder was ist bei meinem Kind vielleicht nicht richtig, dass vielleicht auch da nochmal ein bisschen auf die eigenen Gedanken geschaut wird, um die innere Haltung auch zu beeinflussen. Ja, das fällt uns leider immer schwer. Ich sehe es ja bei mir selbst. Ne? Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung am Elternsein, die Ängste zu bewältigen und zu vertrauen. Das wird leichter im Laufe der Zeit, aber das ist die größte Entwicklungsaufgabe für uns. Unsere Kinder werden sauber und trocken und wir müssen lernen zu vertrauen. Ja, und ich glaube, dadurch, dass wir das auch heute nochmal betonen, dass es Zeit brauchen darf, dass jedes Kind sich da seine Zeit nehmen darf, ist ganz, ganz wertvoll. Danielle, was auch immer wieder oder was ich in Einzelberatungen auch immer wieder habe, sind Kinder, die gar nicht auf Toilette gehen, beziehungsweise eigentlich sauber sind, aber zum Beispiel wirklich Schwierigkeiten haben, ihr großes Geschäft zu machen, weil sie das einbehalten. Und an der Stelle, da möchte ich eben auch nochmal darauf hinweisen, das sind ja auch sehr spezielle oder auch individuelle Themen und gerade wenn ein Kind da ganz regelmäßig Probleme hat, vielleicht auch schon körperliche Schwierigkeiten hat, ist es wirklich auch hilfreich, sich auf dieser emotionalen Ebene Hilfe zu suchen. Hast du dazu vielleicht noch ein paar Gedanken? Weil es gibt ja doch einige Fälle davon. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon begegnet ist. Tatsächlich noch nicht. Ich weiß aber, dass es ein größeres Thema ist und dass es da viele Beratungsstellen gibt, die wirklich Eltern an die Hand nehmen können und die mit den Kindern ins Gespräch kommen. Weil wichtig ist ja erstmal herauszufinden, woran liegt es. Ne? Also wie du schon sagst, da ist unter Umständen auch eine psychotherapeutische oder psychologische Begleitung notwendig, weil das ein Thema ist, was sehr, sehr belasten kann. Weil das geht ja natürlich einher mit ständigen Schmerzen, mit dem ständigen Druckgefühl, ich muss, aber ich möchte nicht. Und da muss man einfach gucken. Und wie gesagt, die Ursachen sind ja super unterschiedlich. Ne? Also erstmal körperlich und dann emotional, also die körperlichen Symptome ausschließen und dann wirklich nach der emotionalen Unterstützung gucken und auch genau hinschauen. Das hatte ich jetzt oft in Beratung, warum es dem Kind schwerfällt. Sind da wirklich körperliche Schmerzen oder braucht es da vielleicht ein bisschen die liebevolle Führung, mehr die Sicherheit, dass jemand mit dabei ist, der sagt, so, wir machen das jetzt und du schaffst es jetzt. Also auch da erlebe ich, dass das häufig auch ein Punkt ist, dass die Kinder dann diese Klarheit der Eltern brauchen, damit das Kind in der Lage ist, es dann auch zu machen. Das ist ja immer so schwierig, das auch in diese Haltung zu kommen, wie du schon meintest, das ist die größte und schwierigste Aufgabe, da in die liebevolle Führung zu gehen. Das Problem ist einfach, dass Kinder Erfahrungen abspeichern und die sind natürlich von Natur aus so, dass sie einmal gemachte Erfahrungen
häufig beherzigen, um ihr Verhalten entsprechend anzupassen. Und wenn ich ein Kind habe, was unter Umständen mal unter einer Verstopfung litt und da wirklich Schmerzen hatte, dann kann das wirklich dazu führen, dass es dauerhaft gar nicht mehr auf die Toilette gehen möchte. Ja. Und dass dann das Schamgefühl schon so weit entwickelt ist, dass es darüber auch nicht sprechen möchte. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ins Gespräch zu kommen, ohne Druck aufzubauen. Das ist natürlich schwierig. Und das wäre für mich persönlich auch so ein Punkt, wo ich mir, glaube ich, Hilfe holen würde und mich beraten lassen würde. Weil das sind einfach so Themen in der Entwicklung, in der Erziehung, wo man sagt, da gibt es Fachpersonal, da gibt es Menschen, die sich sehr gut damit auskennen. Dann fragt gerne nach, lest auch gerne nach im Internet. Da gibt es die ein oder andere Hilfe. Aber auf jeden Fall ist, wie du schon sagst, auch ganz wichtig, da wieder keinen Druck zu machen. Ja, es gibt eine Initiative, die heißt Knopf im Bauch. Da halten sich viele Eltern, die eben genau dieses Thema haben. Und das kann auch tatsächlich hilfreich sein. Und natürlich zum Kinderarzt gehen und eventuell sich da diese liebevolle Begleitung holen. Weil gerade wenn man ein Kind dann zum Beispiel auch vielleicht mit der stellvertretenden Kraft dann auf Toilette setzt und in einer liebevollen Haltung ist, braucht es natürlich unbedingt eine wunderbare Vorbereitung durch eben eine Fachkraft, damit das Ganze für das Kind nicht wie Gewalt empfunden wird. Das ist ganz, ganz wichtig. An der Stelle möchte ich deswegen unbedingt nochmal darauf hinweisen, ein Kind nicht mit Gewalt dazu zu bewegen. Das ist mir nochmal ein Herzensanliegen, weil ich eben weiß, dass da viele Eltern irgendwann so verzweifelt sind, dass sie da sich wirklich die Unterstützung holen. Ja, genau. Danielle, ich würde gerne zum Abschluss nochmal so ein paar praktische Tipps mitgeben wollen, was Eltern denn tun können, wenn sie so merken, ihr Kind ist jetzt soweit und traut sich vielleicht doch noch nicht so richtig. Und ich glaube, da spielt eben dieses Zutrauen auch in die Autonomieentwicklung der Kinder so eine Rolle. Also, dass ich in meinem Kopf habe, mein Kind, das kann das jetzt schaffen und ich helfe ihm gerne dabei. Also auch, wie du vorher schon sagtest, die Signale so deutlich zu erkennen und im Alltag wahrzunehmen, das Kind dann zu unterstützen. Gibt es denn da noch so ein paar praktische Tipps, die dir in den Kopf kommen? Ja, unbedingt. Also zuerst sollten wir uns bewusst machen, dass gerade in der Anfangszeit, wo das Kind wirklich anfängt, Eigeninitiative zu zeigen, dass es da schnell gehen muss. Also der Abstand zwischen dem Gefühl, oh, jetzt muss ich mal, und wo es dann tatsächlich losgeht, der ist noch sehr, sehr kurz. Und Kinder lernen erst langsam einzuhalten. Und das ist am Anfang die größte Herausforderung. Deswegen nicht enttäuscht sein, wenn öfter mal was daneben geht. Das liegt nicht daran, dass das Kind, es hat es zu spät gemerkt, aber dieser Abstand zwischen merken und müssen, der wird immer größer werden. Deswegen am Anfang, ich habe es schon mal gesagt, wichtig, die Kleidung. Also wenn die Temperaturen es zulassen, gerne den Mädels Kleider, Röcke anziehen, Unterhosen, Leggings, Strumpfhosen sollten immer schnell heruntergezogen werden können. Ja. Es gibt so tolle Gürtel, die nicht zugeschnallt werden, sondern die quasi mit Druckknöpfen durch Eigenzug die Hose halten. Und da können die Kinder, die sind so flexibel, die können die Kinder einfach runterziehen. Oh ja, das ist so wertvoll. Das sind die tollsten Hosen. Genau. Ansonsten Umstieg auf Windelslips. Ne? Also dieses Abgefummel der Windel kann schon viel zu lange dauern, weil am Anfang mögen viele Kinder die noch als Backup zu behalten. Also zu diesem Zeitpunkt ruhig auf Windelslips wechseln. Ne? Die können die Kinder selbst hoch und runter ziehen. Und das ist für die Kinder viel, viel einfacher zu handhaben. Ansonsten für unterwegs Kinder, die in die Umgebung pischern, sind gesellschaftlich anerkannt. Das ist in Ordnung. Darf man auch. Also bis zu einem gewissen Alter habe ich meinem Kind erst neulich wieder erklärt, dass es in Ordnung ist. Das kann die Umwelt nicht erwartet, dass Kinder zuverlässig eine Stunde auf Toilette warten können. Aber es tun sich viele Kinder schwer, wenn sie mal groß müssen, im Freien zu machen. Und da empfiehlt es sich unter Umständen, klappbare Töpfchen mitzunehmen. Gibt es tatsächlich entweder in der Einmalvariante, das ist natürlich nicht so umweltfreundlich. Oder in der Camping-Ausrüstung, finden Sie nicht auch. Ja, das ist, diese Einmaltöpfchen? Ja, genau. Weil so ein Camping-Klo zum Mittragen ist wahrscheinlich ein bisschen umständlich. Genau. Also es gibt entweder diese Einmaltöpfchen, dann gibt es noch wiederverwendbare, wo du einfach eine Tüte reinmachst. Ich glaube, die gibt es mittlerweile auch in Papier, wo du dann einfach das Tütchen nimmst, entsorgst, halt wie bei Hundekacker. Und das mögen Kinder tatsächlich auch sehr gern und fühlen sich dann viel, viel sicherer. So, das ist eigentlich auch schon alles. Und ja, immer im das Gespräch ist sehr bleiben. Viel, Danielle. Ich bin ganz begeistert. Ich glaube, damit können viele Eltern ganz viel anfangen. Oh, das ist schön, das freut mich. Ja, total. Also ich bin ganz dankbar, Daniel, dass wir über das wichtige Thema gesprochen haben. Hoffentlich nochmal
Druck genommen haben. Vielen Dank auch für deine ganz wertvolle Expertise in dem Bereich. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns hoffentlich mal wieder in einer Podcast-Folge hören. Und abschließend möchte ich so gerne noch auf dein oder euer wertvolles Baby-Buch hinweisen. Das ist ja letztes Jahr im Herbst veröffentlicht worden. Würdest du denn noch ein bisschen was darüber erzählen? Ja, das hat quasi die Reihe geschlossen. Wir haben ja angefangen mit unserem Buch über die Autonomiephase, weil wir gemerkt haben, das ist ein Thema, was die meisten Eltern wirklich sehr bewegt. Das war quasi unser erstes Buch. Und danach haben wir überlegt, was gibt es noch nicht, was Eltern helfen kann. Dann kam das Buch 5 bis 10 Jahre. Danach das Geschwisterbuch. Pubertät können wir noch nicht schreiben, dafür sind unsere Kinder noch zu jung. Und dann fehlte vorne noch die Lücke. Wir brauchen unbedingt noch ein Buch, das es Eltern ermöglicht, ihre Kinder von Anfang an schon als Baby, beziehungsweise und bedürfnisorientiert zu erziehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir schreiben gerne das Buch, was wir selbst gehabt hätten, weil wir sind ja auch erst im Laufe der Zeit dazu gekommen, uns damit zu beschäftigen. Und was braucht es dann, um ein Kind von Anfang an zu begleiten? Es gibt super viele schöne Babybücher auf dem Markt, aber wir wollten eben auch noch ein Wunschkindbuch haben. Und da sind natürlich alle klassischen Themen dabei, aber auch eben besondere Themen, die man sonst nirgends findet. Also psychische Probleme während des ersten Lebensjahres. Was ist mit Wochenbettdepression? Was ist, wenn mein Partner und ich uns uneinig sind? Was ist, wenn mein Partner eifersüchtig ist aufs Baby oder wenn das Baby den Partner, die Partnerin ablehnt möglicherweise? Das sind so spannende Themen, wo wir gedacht haben, da muss man auch drüber schreiben. Und auch die Babysignale, das fanden wir ganz, ganz spannend. Also, dass man eben ganz, ganz viel Schreien dadurch verhindern kann, dass man Kinder liest, dass man die Signale entschlüsselt, dass eben Kinder ganz lange Nahsignale schicken und senden, bis sie dann eben zum Fernsignal schreien greifen. Und das fanden wir super spannend und gesagt, das ist Wissen, das unbedingt Eltern haben sollten, die erst anfangen, auf die Reise zu gehen. Oh, das hört sich sehr spannend an. Dann packe ich den Link zu dem Buch auch nochmal in die Shownotes. Wie heißt das Buch denn genau, falls es jemand gleich googeln möchte? Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Das muss ja immer drauf. Und dann Babys verstehen und gelassen begleiten. Oh, okay. Dann könnt ihr das alle gleich googeln oder auf den Link in den Shownotes klicken. Danielle, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für das schöne Gespräch und hoffentlich von Herzen gerne. Ich war sehr, sehr gerne da. Vielen Dank für die Einladung. Meine Lieben, ich möchte abschließend auch noch auf was hinweisen, und zwar ist meine Bindungsakademie inzwischen online und ihr könnt euch einfach auf die Warteliste eintragen. Ab Juli könnt ihr euch eintragen für meine Ausbildung zum bindungs- und bedürfnisorientierten Elternbegleiter, Elternbegleiterin. Ich kann es kaum erwarten. Wir starten im September gemeinsam und du kannst die Ausbildung innerhalb eines Jahres absolvieren oder auch dir Zeit lassen und 3 Jahre lang auf alles zugreifen. Wir treffen uns ganz häufig live und ich bin mitten in der Konzeption aller Inhalte und Module und kann es kaum erwarten, dass wir uns in der Akademie online treffen, ganz häufig auch über Zoom, und dass wir uns auch persönlich im Oktober dann einmal sehen. Jetzt auf den Link in der Shownote klicken, in den Shownotes klicken und euch anmelden für die Warteliste, falls ihr Interesse habt. Weil die Plätze sind begrenzt, sei also gerne schnell und sichere dir einen Platz auf der Warteliste. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich schon. Tschüss! Es gibt große Neuigkeiten. Die Bindungsakademie, mein Institut für bedingungslos geliebte Kinder und innere Kinder, ist da. Und du kannst bei mir auf der Bindungsakademie eine Ausbildung machen zum zertifizierten, bindungsorientierten Elternberater oder Elternberaterin. Ich kann es kaum erwarten, dich zu begleiten. Ich möchte so gerne deine Dozentin sein und möchte so, so gerne meine Vision, Kindern bedingungslose Liebe schenken zu können und Eltern zu stärken, mit dir gemeinsam in die Welt tragen. Du findest den Link zur Anmeldung für die Warteliste in den Shownotes. Ganz wichtig, die Plätze für die Ausbildung sind begrenzt. Ich werde dich nämlich ganz eng begleiten in dieser Ausbildung. Die Ausbildung kannst du innerhalb eines Jahres abschließen oder dir insgesamt 3 Jahre Zeit lassen, damit du ganz in deinem Tempo vorangehen kannst. Ich freue mich riesig auf dich. Jetzt einen Platz sichern und rechtzeitig mit dabei sein.